Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der CDU-CSU-Fraktion ist eine bemerkenswerte Umkehr vom energiewendenden Holzweg. Vielleicht können die anderen Fraktionen von Ihnen etwas lernen. Nicht Corona, nicht Putin sind schuld an der deutschen Energiekrise. Es ist die deutsche Energiepolitik der letzten Jahrzehnte. Denn mit ihrer aller Beteiligung wurde 2000 die völlig verfehlte Energiewende mit dem EEG beschlossen, unter Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel 2011 die völlig irrationale Entscheidung, aus der Zukunftstechnologie Kernenergie auszusteigen, wegen eines Tsunamis in Fukushima. Unter ihrer Verantwortung wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung 2020 und die Gasabhängigkeit von Russland verabschiedet. Sie, meine Damen und Herren, hier im Deutschen Bundestag stellten maßgeblich alle Weichen für den Rückschritt Deutschlands zum industriellen Entwicklungsland. Sie waren, liebe Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion, maßgeblich mitverantwortlich für die Einrichtung einer Konsenspolitik und einer Konsenswissenschaft, den magischen 97%, unter der Knute der ideologischen Alternativlosigkeit. Die Ampel hat indes die Energiewendepolitik in Zeiten der Krise intensiviert. Die Energiepreise explodieren. Der Zusammenbruch der Energieversorgung droht in diesem Winter. Die BASF in Ludwigshafen ist mit 39.000 Arbeitsplätzen auf dem Sprung nach China. Die traditionellen Edelsteinschleifer in Idar-Oberstein stehen vor dem Aus, nur um einige mal zu nennen. Ihre Energiepolitik besteht in Verteuerung und Verknappung von Energie in Zeiten der Krise. Das muss mal so hart gesagt werden, meine Damen und Herren. Sie lösen mit Ihren Missionen das Weltklimaproblem nicht von Deutschland aus, nicht einmal, wenn Sie dafür die deutsche Wirtschaft, die deutsche Wissenschaft und die Bevölkerung über die Klippe springen lassen. Durch Ihre Politik ist auch der Wissenschaftsstandort Deutschland direkt gefährdet. Bei den von Ihnen zu verantwortenden Energiepreisen kann der Wissenschaftsbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden, liest man in der Allianzstellungnahme zu Wissenschaft und Forschung in der Energiekrise. Ihre Politik treibt Deutschland in den Ruin, während die Wirtschaft und Wissenschaft woanders floriert. Ihr erklärter Feind, der CO2-Fußabdruck, wandert einfach nur woanders hin. Was für eine Heuchelei. Ich bitte Sie, dem Antrag von der CDU-CSU diskursiv näher zu treten. Da ist vielleicht der richtige Weg. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Höchst. Das Wort erhält jetzt die Kollegin Laura Kraft, Bündnis 90 Die Grünen.